Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kurzen kleinen Video. Ich habe ja gesagt, dass ich gestern ja beim Zahnarzt war. Jetzt führe ich euch einfach mal vor die Arbeiten, die meine Zahnärztin nämlich macht. Mit meinen Zähnen nämlich, weil es wurde ja schon gesagt, dass ich ja weniger zum Gym gehen soll und mir die Fresse putzen soll. Da habt ihr gleich mal die Antwort. So sehen meine Zähne aus. So, diesen Zahn hier, wenn ihr euch erinnern könnt, war vor einigen Tagen noch ziemlich ramponiert und sah aus wie ein Vampir-Eckzahn. Hat sie selber auch gesagt und musste lachen. So, sie musste den wieder neu konstruieren, weil er so zerstört war. Weil er über 2 Jahre, das ist jetzt ungelogen, war der offen. Und sie musste da erstmal einiges rausholen. Mit gut Glück hält er sich. Wir warten jetzt erstmal ab, was halt passiert, ob der heile bleibt, ob das Ganze halt bleibt, wenn das wieder ramponiert. So, die Konstruktion, dann wird da eine Brücke raufkommen. So, das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen. Ich kümmere mich um meine Zähne, man sieht es. Also, da ist ein kleines Loch, das sieht man auch. Hat man auch auf dem Röntgenbild gesehen. An sich macht meine Zahnärztin einen super Job und hat auch entsprechend die Fachaugen. So, das heißt auch, wenn sie zu mir sagt, so, Herr sowieso, Sie haben keinen Zahnstein, das kaum bis gar nichts zu sehen von, dann ist das, hat das auch was mit Zahnpflege tatsächlich zu tun. Ich putze mir wirklich 2-mal am Tag die Zähne und das sieht meine Zahnärztin auch. Und sie hat auch gesagt, dass das auch viel von der Ernährung auch abhängt, wegen Zahnstein und wie die Zähne halt sind. Und es kommt halt wirklich drauf an, was man isst, was man trinkt tagtäglich. Und dementsprechend gibt es dann auch Ablagerungen und Verfärbungen auf den Zähnen. So. Wenn der Zahnschmelz aber nicht mehr in Ordnung ist, das muss man einfach sagen, dann kann das passieren, dass die Zähne vergilben. So, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen. Ne? So, viel hängt wirklich darauf, hängt davon ab, was wir essen, was wir trinken, in welchem Maße und wie gesund wir selber auch leben. Und das lagert sich auch wiederum auf den Zähnen ab. Das ist kein Scheiß, den sie mir da erzählt hat. Deswegen sehen die auch so aus. So. Ich bin stolz drauf. Ich kann jetzt endlich mal wieder lächeln, weil die Zähne mal wieder richtig schön aussehen irgendwo. Und ich muss auch einfach sagen, ich habe dadurch deutlich, deutlich weniger Zahnschmerzen. Muss zwar nicht so häufig mehr gehen, aber es sind halt immer noch Reparaturen. So, ein Zahn hier, der hat jetzt nochmal eine Provisorium gekriegt, mit Medizin reingekriegt, also der Zahn. Der wird dann im Dezember dann repariert, mit der Hoffnung, dass er jetzt diesmal nicht 2 Jahre offen bleibt. Ich habe dann noch so 3 Löcher ungefähr, also hier an den Seiten noch irgendwo, kann ich jetzt nicht genau sagen, und halt hier vorne. So, das liegt nicht an der Zahnpflege, sondern daran, dass die Zwischenräume bei mir auch sehr eng sind. Deswegen habe ich hier am Zwischenraum auch ein Loch drinne. Das ist, weil die Zähne durch die kieferorthopädische Behandlung, ich hatte damals auch eine Zahnspange gehabt, da gibt es auch ein ganz altes Foto von, tatsächlich, dass ich wirklich eine Zahnspange auch getragen habe. Aber dadurch, dass ich diese Zahnspange getragen habe, ist es halt so, sind die Zähne recht eng zusammengezogen und zusammengestellt. Und deswegen sind da nicht wirklich viel Zwischenräume. Deswegen muss ich meistens auch mit der Bürste zwischengehen, damit die Löcher beispielsweise wie bei der Stelle nicht noch größer werden. Deswegen ist halt auch viel wichtig, dass man halt auch vorbeugende Maßnahmen macht. Also ich mache das in der Regel so, das ist auch Gold wert, was ich mache, weil meine Zahnärztin sagte auch, richtig gut, wie ich das mache, auch von der Ernährung her, soll ich weiter so machen. Mit der Ernährung auch, soll gucken, dass ich das so, wie ich das jetzt aktuell auch mache, einbehalte. Das heißt im Prinzip, ich putze mir die Zähne und 2-mal spüle ich mit Wasser meine Zähne nach ordentlich, so dass was vielleicht noch hängen bleibt an Körnern oder was man halt gerade gegessen hat, gleich mit ausspülen und dann nehme ich Listerin antibakteriell. So, der Vorteil einfach darin ist, die Zähne werden nicht nur besser geschützt, sondern man beugt auch Entzündungen am Zahnfleisch und was vor. Und sie hat selber zu mir gesagt, dass das richtig gut selber zurückgegangen ist. Und folglich hat sie auch nicht mehr so viel an Reparaturarbeiten an meinen Zähnen. Bislang, vor 2 bis 3 Jahren, muss ich sagen,
Oder sagen wir mal, vor 4 Jahren sahen meine Zähne noch schlimmer aus wie heute. Das muss man einfach sagen. Sie hat gesagt, für mein Alter, dafür, dass die schon so ramponiert sind durch Krankheit und so. Also ihr, sie weiß es auch. Hat sie halt auch gesagt, dass sie noch im besseren Zustand sind jetzt wie bei manch anderen. Das hat sie gesagt. So gut wie kein Zahnstein da, nichts irgendwie wirklich viel zu sehen von, weil ich die Zähne gut pflege, hat sie gesagt. Das sieht man. Und ich soll euch freundliche Grüße von ihr bestellen. Ja, das soll ich auch. Ja, sie hatte wohl schon bei mir im Internet, also hatte wohl im Internet versucht, nach mir zu suchen. Ja, ich bin ein, ich habe da nichts, so, ich erzähle, wenn ich ihr das so erzähle, so von YouTube und so, dann verrate ich auch nicht unbedingt so, wie ich da so zu finden bin. Ja, das war gestern so der Termin, auch wenn da jetzt etwas vorgefallen ist, was ich jetzt nicht so cool fand. Aber das werde ich dann intern erklären, das werde ich jetzt hier auch nicht erzählen. Hat auch wieder was mit Datenschutz zu tun, auf einer Weise. Und es gehört einfach auch nicht ins Netz. Ich weiß nur, dass ich das so einbehalte, auch mit der Ernährung und alles. Also ihr merkt selber, es kommt wirklich drauf an, wie man die Dinge regelt und macht und tut und pflegt. Und so ist es halt auch mit meinen Klamotten. Ich habe jetzt aktuell neuen Bügel, einen neuen Hemdbügler. Da werde ich mir morgen auch mal helfen lassen mit dem Zusammenbauen was. Also irgendwie kriege ich das mit der Anleitung gar nicht hin. Ich bin für Anleitung heute zu blöd. Keine Ahnung warum. Na gut, habt euch wohl und bis dann.